So. Also, du bist fließende, feste Lava. Du bist feste Lava. Fest, fest. Hier als nächstes, das dritte von links. Wird gerade gar nichts produziert. Das ist kurzfristig unheimlich. Und hier. Und fertig. Okay. Schussbilds. Hin, 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 hin. Und instant quasi befüllt. Die Item-Tags hätten dafür eine Viertelstunde gebraucht. So, nom nom. Das heißt, wir hatten jetzt einen kurzfristigen Einbruch, aber das ist okay. Jetzt müsste es bei fast allen von den Crucibles doppelt so schnell gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auf jeden Fall schneller. Das ist gut. So, du kannst wieder zurück. Also wir haben wieder mehr Lava. Wir könnten jetzt oben in der Smeltery genug Eisen haben für die Exporter und Importer für den Squeezer. Jo, 46 hört sich gut an. 1, 2, 3. Was machen unsere Bienenstöcke? Artificial Hive. Die sind beide leer. Das ist nicht gut. Wir haben nämlich nicht genug Samenöl. Aber okay. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Wobei wir das eigentlich gar nicht brauchen, weil wir haben schon genug Bienen. Also die Bienen, die man hier bekommt, müssten eigentlich ausreichen, um fast alles zu machen. Also wir können da schon recht viel untereinander verkreuzen, dass tolle Sachen rauskommen. Wir brauchen ja noch ein paar extra Sachen aus dem Dschungel und aus der Wüste, aber ne, kann später. Ja, Eisen zerlegen. Was? Das war kein Eisen zerlegen. Das war Eisen auf den Boden schmeißen und sich wegteleportieren. So. Du dahin. Wir hätten gerne Exporter. Dafür hätten wir gerne die da. Dafür hätten wir gerne das. Und da fehlt Glas. Nee, Kabel. Oh, okay. Kabel. Kabel rein. Das Plastik können wir abholen. Sollten wir sogar. Oh, das ist das falsche Plastik. Nicht wegwerfen. Reintun. So. 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 Also die Hälfte davon werfen wir so ins System. Weil es gibt auch Rezepte, die brauchen diese Art von Rubber. Nicht in ihr. Warum nur? Gut, dass das Ding nicht so riesig ist. Hätte ich das größer gebaut, wäre es jetzt alles voll damit. Du, rein, rein, rein. Du, da. Genau, Exporter. Schwarzes, komisches Ding. Bau 5 Stück davon. Oh, sehr schön. Dann du. Ein Basic Exporter. Brauchten wir nicht noch irgendwo welche? Guck ich denn später. Ein Basic Importer. Jo. Jetzt brauchen wir einen Samen. Und das war's. Das heißt, wir setzen dann die Kiste oben in den Importer. Klick. Der saugt alles ein. Wir setzen hier ran den Exporter. Alles ist verbunden. Und sagen hier bitte Samen reinpumpen. Problem ist dann nur, dass halt alle Samen reingepumpt werden. Aber. Taktisch daneben fallen. Aber das Ding wird hier auch durchgehend befüllt. Und ich hoffe einfach mal, dass genug hier reinkommt. Jetzt immer die Frage, wer zuerst befüllt wird. Oh, warte, du hast noch gar keinen. Du hast noch gar keinen Exporter. Ja, gut. Dann sollten wir uns beeilen. Lauf, 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 lauf. Noch mehr Kobbel, der einfach so wild in der Gegend rumsteht, ist egal. Bau noch einen Exporter. Schneller. Schneller, nein. Schneller. Was?
Expo. Synchronized? Nein. Exporter. Irgendwas ist da gerade. Oh. Wir haben keine Lava mehr? Unheimlich. So, aber jetzt, bitte komm. Nicht rumalbern, Exporter. Jetzt muss ich mir noch nicht etwa von Hand die Rezepte raussuchen. Wozu habe ich dich, komische Maschine? Ah, da. Okay, Exporter. Da. Fehlt schon wieder Eisen, okay. Exporter hier. Komische Cobblestone-Konstruktion. Und da. Was? Ich glaube, meine Welt ist gerade sehr, sehr, sehr komisch. Keine Ahnung, ob es Lag ist oder ein Bug oder was weiß ich, aber ich habe gerade den Exporter verloren. Da sollte er stehen, der ist weg. Liegt doch nicht auf dem Boden. Ich habe ihn auch nicht in Dynamo reingedrückt. Ah, da ist er wieder im Inventar. Mensch, sehr komisch. Da. Du exportierst bitte Samen. So, jetzt haben wir zwei Exporter für Samen, die hoffentlich beide einigermaßen befüllt werden. Und der produziert indirekt neue Samen. Ja, es wird schon hinhauen. Im Notfall können wir immer noch siften, um neue Samen zu bekommen. Ist dann zwar ein bisschen doof, aber ja. Theoretisch könnten wir es doch oben so einstellen, dass er nur reinpackt, wenn mehr als 100 da sind mit diesem Level-Emitter, aber das ist mir gerade zu viel Mühe. Ich will jetzt erstmal gucken, ob das mit den Fluids hinhaut. Ja, neue Fluid-Can, sehr schön. Also, Seed-Oil-Can. Du bist fleißig am Produzieren, ja. Hier bräuchten wir auch noch einen Exporter. Was macht das Eisen? Wir haben noch 19. 9, 18. Und wir werden jetzt ein bisschen was essen. So. Plastik, das können wir abholen. Jedenfalls ein bisschen was. So, so. So. Eisenblöcke, die sind bitte nicht auf den Boden schmeißen und wegporten. Danke. Du rein. Ich hätte jetzt gerne Exporter. Komm schon. Ja, sehr gut, jetzt geht's wieder. Was fehlt da unten? Eine Piston. Gut, 20 Pistons. Und ich habe gerade das ganze Eisen verbraucht, um Pistons herzustellen. Yay, Geru. Nein, nicht Geru eingeben, nein. Iron. So. Natürlich leicht doof. Inver Iron ein Ingot, das wird nicht reichen. So, das restliche Eisen schmilzt erstmal. Ich hau das Samenöl hier rein, dich da rein, dich raus. Dich stelle ich oben wieder auf. Und so versuchen wir einfach mal das hinzubekommen. Eventuell müssen die Blumen auch auf Gras stehen und nicht auf Dirt. Das kriegen wir hin. Warte. Ja, drei brauchen, glaube ich. Wir verbinden einfach die Plattformen, also die Dinger hier. Ja, zwei hätten auch gereicht. Ja, Modifier und Haste, sehr schön. So, das Gras müsste jetzt hier rum wachsen. Da wird es nicht ankommen, aber das können wir dann später umsetzen. Müssen wir aber im Auge behalten. So. Eisen. Komm her, Eisen. Nicht so viel, aber es sollte für unsere Zwecke reichen. Nämlich für den einen Exporter, um noch Koppel zu exportieren. Es wäre nämlich schon doof, wenn wir jetzt so viel Strom verbrauchen, dass die Lava nicht mehr hinterherkommt. Ich habe schon bei Factorio genug Stromprobleme, die brauche ich jetzt nicht hier auch noch.
Du dahin, so. Ich hätte gerne Expo. Komm schon. Exporter, jo. Da und da. Eisen kann rein. Du kannst hier hin. Und runter gucken. Plastik in die Lava schmeißen. So. Du exportierst bitte Kuppel. Zack. Wird abgepumpt, ist alles gut. Okay. Also langfristig. Ja, langfristig muss das Ding hier eh weg. Aber langfristig werden hier auch überall Importe dran hocken an den Crucibles und keine Fluiducts. Und wird es halt gleich ins ME-System gesaugt. Aber wie gesagt, nicht hier. Das Ding muss weg. Spricht irgendwas dagegen, das jetzt abzureißen? Obsidian können wir hier rausnehmen. Dich können wir abbauen. Wir hätten keine Wasserverbindung hier hinten hin. Sollten eben ein bisschen was davon herstellen, fällt mir gerade auf. Haben wir Sand über im System? Ja, komm, gib her, gib her, gib her. Und hau mal da hinten rein. Da, so. Wird jetzt ein bisschen Soul Sand produziert. Jo. Und komm. Jo. Sehr gut. Also Soul Sand wird auch wieder produziert, damit wieder Netherquarz rankommen. Für die ein paar Rezepte brauchen wir das ja. Chips sehen okay aus. Der Squeezer oben läuft, das heißt, wir müssen theoretisch nach und nach genau mehr Seed Oil bekommen. Kling, kling, kling. Läuft alles soweit ganz gut. Außer, dass das hier halt nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Du kommst erstmal hier rein. Ich will keinen zweiten setzen, bevor ich nicht so im Gras hier ein bisschen weiter ausgebaut habe. So, und hier. Es reicht mir irgendwie nicht. Also ja, wir bekommen jetzt durchgehend Seed Oil. Aber es ist nicht wirklich viel. Ich glaube, ich schnapp mir den Builder's Wand und baue die Plattform hier aus. Und dann bauen wir das Ganze nochmal hier hinten auf. Dann haben wir zwei Farm-Plattformen, was völlig okay ist. Und die können wir später ja auch so umbauen, dass sie nicht nur Weizen anbauen, sondern auch Tomaten und das andere Zeug für die Kochquests. Wow. Was sagt das Questbuch eigentlich, du? Scented Artificial Hive und Scoop. Ja, warte mal. Haben wir doch. Habe ich doch gerade hier in die Kiste gelegt. Du, und wir geben einen ganz kaputten Scoop ab. Geht das auch? Ne, muss ein Heiler sein. Ah, das ist ja unfair. Okay, dann bau bitte noch einen Scoop. Nicht Scoop, Scoop. Da. Zack. Manual Submit. Und wir kriegen eine Modest Princess, Meadow Princess, Meadow Drone, Modest Drone. Und ein ganzes Leben. Und wir nehmen diesmal den rechten. Bist du ein richtiges Herz? Ja, bist du. Nom. Und 64 Redstone. Da meckere ich nicht. Wie viel Redstone haben wir? Ah. Ja, okay, man kann immer meckern. Aber 64 Redstone haben und nicht haben, ist völlig okay. Du bist immer noch scented. Du kommst da rein, du kommst da rein. Modest ist was Besonderes. Ich sortiere mal so ein bisschen. So. Valiant ist auch schon was Besonderes. Also durch die ganzen Quests wird uns einiges an Kreuzen erspart. Ich weiß nicht, wie toll ich das finden soll. Weil das macht ja normalerweise den Reiz aus am Bienenzüchten. Man fängt an mit nur zwei Sorten und dann kommt man langsam zu diesen Sorten hin. Wenn wir aber jetzt durch die Quest das einfach so hinterhergeworfen bekommen, ist das sehr komisch. Weil wir kriegen jetzt sogar tropische und marshy Hives. Wobei, die kriegen wir auch regulär nicht. Also um die zu bekommen, müsste man normalerweise in den Sumpf laufen und diese Dinger zerkloppen oder halt in Rainforest laufen und da die Dinger zerklopfen. Gibt es hier ja nicht. Aber dafür haben wir doch eigentlich die Artificial Hives. Der ist übrigens wieder leer. Ja.
Dafür haben wir eigentlich Artificial Highs. Das heißt, die nehmen uns durch die Quests die ganze Arbeit ab, die Biome abzuklappern. Was natürlich sehr nett ist und so, aber das macht das Ganze ein bisschen einfach. Also, wir sollen ein Apiary bauen. Apiary. Da, dafür brauchen wir ein Impregnated Casing. Muss im Carpenter gebaut werden. Und der Carpenter muss mit Seed Oil gefüllt werden. Also wir brauchen mehr Forestry-Maschinen. Nämlich den Carpenter. Den können wir aber auch gleich hier mit hinbauen. Also das ist unsere Farm-Ecke hier. Die andere Plattform wird ja auch eine Farm-Ecke. Und die Forestry-Maschinen passen super in die Farm-Ecken rein. Das ist alles recht öko bei Forestry. Was vom Namen her ja auch Sinn macht. Also ja, in den nächsten Folgen. Wir bauen den Carpenter. Wir bauen, also mit Komplettanschluss und allem, also auch Fluid-Exporter von Seed Oil rein. Dann bauen wir einen zweiten Carpenter. Dann machen wir einen Fluid-Exporter mit Wasser rein. Weil es gibt verschiedene Carpenter-Rezepte. Und die brauchen jeweils verschiedene Flüssigkeiten drin. Und es ist recht friemelig, das auseinander zu wuseln. Deswegen mache ich lieber einen pro Flüssigkeit. Also einen für Wasser, einen für Seed Oil. Ich glaube, es gab noch irgendwas anderes. Also die bauen wir auf. Dann bauen wir eventuell die Plattform da hinten weiter aus. Was war noch? Ja, wenn wir zwischendurch Seed-Überschuss haben, also Seed Oil, probieren wir wieder hier die Dinger zu pflanzen. Aber das scheint nicht so gut zu klappen. Ich sollte wahrscheinlich echt warten, bis das dahin gekommen ist. Oder ich schnapp mir ein Wüstenbiomfeld, wie das da zum Beispiel, und hau jetzt hier zwei, drei Kakteen hin, wenn ich denn welche habe, und krieg so meine Wüstenbienen. Wohl auf Wüste muss kein Gras wachsen. Das wäre ein wenig komisch. Also das wäre eine Alternative. Müssen wir aber dann gucken. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt in so kurzer Zeit, also innerhalb von 2 Folgen, schon geklappt hat, mit den Bienen so weit zu kommen. Und da ist der Bierleiser. Es gibt noch ganz viel mehr. Ja, sehr schön. Also bei den Bienen sind wir recht weit gekommen. Wir haben schön weiter unser Eisen eingeschmolzen. Das mache ich jetzt auch nochmal zum Schluss. So. Klick. Eisen rein. Wir haben den Squeezer angeschlossen, wie wir es wollten. Das ist alles extrem produktiv gewesen. Sehr komisch, sehr komisch. Und ich werde sogar mit einem vollen Magen die Folge beenden. Das ist, glaube ich, auch noch nie passiert. Also bis gleich.